Ansonsten haben viele Therapeuten die Tendenz, ihre Klienten tot zu quasseln, Vorlesungen zu halten, die den Klienten nicht interessieren. Der hat nach 3 Minuten abgeschaltet oder ist nach 4 Minuten komplett überfordert. Ne, geben Sie immer nur das, was Informationen, was der Klient braucht. Geben Sie so viele Informationen, wie der Klient verarbeiten kann. Und geben Sie sie so, dass sie in das Verarbeitungs- und Kompetenzniveau des Klienten passen. Ne, überfordern Sie den Klienten nicht mit Psychologie oder mit Fremdworten. Und das halte ich im Prinzip auch weiter aufrecht. Und finde natürlich dazu, dass es immer schwieriger wird, auch mal Dinge abzugeben, weil wenn ich sie abgebe, Ja, laufen verstehe. dann nicht. Also dieses Haben Sie Gruppenprinzip. denn manchmal auch den Eindruck, Sie hätten gerne mal mehr Freizeit oder Sie würden Ihren Hobbys vielleicht auch mal etwas mehr gerne Zeit widmen oder Ihre Frau mehr gerne Zeit widmen? Ich find mir ja schon, also wir haben wahnsinnig tolle Reisen und also ich, wie gesagt, ich bin ja öfter unterwegs und nehme ganz oft auch mit. Die Kinder sind ja schon aus dem Haus und brauchen uns nicht mehr. Also das ist der Versuch, innerhalb der Komplementarität kostensalient zu machen, weil das ist natürlich ganz typisch bei Narzissten. Na, die sind so leistungsorientiert und investieren Zeit, 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 Zeit in ihre Projekte und ganz viele Dinge kommen zu kurz. Das ist das, was die Klienten ja auch immer sagen. Ich bin im Grunde unzufrieden, weil ganz viele andere Motive, die der Klient noch hat, bleiben auf der Strecke und es deutet sich ja auch an, dass seine Beziehung zu seiner Frau auch darunter leidet. Na, er packt das ja alles euphemistisch ein. Also meine Frau sagt, ich bin der Tollste und der Aufregendste. Aber ich glaube, wenn wir eine Paartherapie machen würden, dann würde sie sagen, wissen Sie was, mein Mann ist nie zu Hause. Macht es Sinn zu versuchen, dem Patienten im Rahmen der Therapie Möglichkeiten mitzugeben, Beziehungsmotive auch sich selbst gegenüber beziehungsweise im Umgang mit sich selbst zu befriedigen? Ja, das bei unserem Seminar Persönlichkeitsstörung habe ich immer gesagt, es gibt eine Phase 4. Und eine Phase 4 bedeutet, man trainiert auch Klienten, wenn die im Grunde Schwierigkeiten haben mit ihrem Verhalten, also wenn die Kompetenzdefizite haben oder schüchtern sind oder was auch immer. Und in der Tat, an der Stelle kann man dem Klienten natürlich auch mit dem Klienten bearbeiten. Na, sie sind, haben ein ganz starkes Wichtigkeitsmotiv. Und was wären sinnvolle Strategien, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Interaktionspartner das befriedigt? Ne? Weil Sie müssen sozialpsychologisch ja davon ausgehen, ne, wie der Partner reagiert, hängt von Ihrem Verhalten ab, ganz stark. Ne? Und wenn Sie einem Partner gegenüber blöd auftreten, dann wird er Ihr Beziehungsmotiv nicht befriedigen. Warum sollte er? Ne? Das heißt, es gibt gute Strategien und schlechte Strategien. Und selbstverständlich können Sie mit dem Klienten gute Strategien üben. Gar keine Frage.